Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Oldboy Alpha 17 in der Version BE208. Es kamen einige Updates. Es ist kurz vor Sonnenaufgang. Da geht die Sonne auf. Ein neuer Morgen bricht an. Ich würde gerne hier drüben auf das Haus. Das würde ich gerne machen. Allerdings würde ich auch gerne nochmal außen umgucken, wie das aussieht. Was hier noch für Häuser eventuell in der Umgebung gibt. Aber mal schauen. Wir schauen uns erstmal an, was in diesem Haus sich befindet. Und dazu gehen wir hier runter. Ich hatte irgendwo noch eine Leiter angezwirbelt. Haben wir eine Fackel in der Hand? Nee. In der Tasche wollte ich sagen. In der Hand hätte ich sie ja. Dann wäre es ja hell, Minjas, ne? So. Himmelarsch. So, letzte Folge habe ich in einer Aufnahmesession aufgenommen, weil ich dann weg musste. Eigentlich wollte ich ja nämlich schon weiter aufnehmen. So. Alles klar, dann gehen wir jetzt erstmal. Sieht so schön aus, der Kamin in der Ecke. Jetzt gehen wir erstmal in unsere Kiste. Und bringen mal den ganzen Kram nach Hause. Ja, Krankenhaus, zu dir komme ich auch noch. Liegt mein Schlafsack noch hier? Ja. Spring, Murky Water, haben wir keinen Platz für. Wie sieht's aus mit. Wasser brauchen wir. Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da. Haben wir noch fertiges Wasser? Nee. Ach, der Kochtopf fehlt ja immer noch. Okay. Federn brauchen wir. Papier können wir einlagern. Murky Water. Wohin? Die Pfeile können wir eventuell verarbeiten. Ich weiß noch nicht, ob ich das schon kann. Nägel heben wir mal auf. Haben wir irgendwas, was Schüssel ist? Wir haben ziemlich viel Fleisch. Wir können also eigentlich kochen. Wir haben auch noch was zu essen da. Von daher verschieben wir das Kochen. Den Bogen. Den würde ich ganz gerne aufheben. Vielleicht können wir den später noch reparieren. So, Pfeile brauchen wir, damit wir uns überhaupt verteidigen können. Das Ding können wir da scrappen. Das brauchen wir aktuell nicht. Eine Spitzhacke. Die Schrotze war auch leer. Komm, Gunpowder. Das ist so scheinbar mal keine Munition. Dann machen wir das Messer hier unten rein. Dann können wir den Bone Sheath wegwerfen. Da kriegen wir noch genügend von. Den Bogen können wir ausscrappen. Den können wir uns zur Not neu erstellen. So. Die Spitzhacke nehmen wir mit. Machen wir so. Und das Murky Water, also kann man ja nicht mal auskippen, ne? Ich würde es jetzt im Wahrnehmen, würde ich es auskippen und zu den anderen Gläsern packen. Die scrumme ich jetzt. So. Alles klar. Machen wir uns doch hier direkt ein paar Steine weg. Ja. Profi. Wie immer schreit. Als würde er direkt angegriffen werden, oder? So. So. Jetzt ist die Frage. Gucken wir uns in der Umgebung erstmal um. Wir haben Tag 5. Das heißt, wir müssen anfangen abzusichern. Ins Krankenhaus ist natürlich eine richtig doofe Idee. Wenn die erste Horde kommt, brauchen wir aber trotzdem irgendwas Stabiles. Wo waren wir denn gerade? Da waren wir. Und das Haus wäre die Qual der Wahl da oben aufs Dach rauf. Warum ist eigentlich die Straße abgesenkt? Liegt das an der Alpha 15, Quatsch, an der Alpha 17, die erste Version, dass es einfach hier so ein bisschen shitty ist? Gute Frage, ne? So, Holz hacken. Ich würde mich halt gerne mal außen umgucken, ob wir nicht noch eine Alternative finden. 20, 90, okay, 30, 660. 20? Moment, 75? Ah, immer 100, alles klar. Okay, rechts schlagen bringt's doch. Oh.
das lohnt sich gar nicht, die Dinger zu zerkloppen. Wie schön das Licht hier aufgeht. So, wir bauen ein bisschen Holz, damit wir da keine Sorgen haben. Ich glaube, wir hatten aber noch eine Menge Holz, oder? 163? Na, ein Baum geht noch. Was war denn das? Hier ist irgendwas zusammengefallen. Ich meine, das Neviskin. Ich weiß nicht, ob sie den Neviskin auch gefixt haben. Das ist eine gute Frage. So. Dann brauchen wir Steine. Wir brauchen immer noch einen Kochtopf, ne? Eigentlich müsste ich looten gehen, sonst ist das mit dem Einkochen nichts und wir können uns nicht neues Wasser machen. So, und das heben. Hüpf. So, wann sind wir denn? Wir sind in diese Richtung. Da unten ist Schnee, also müssten wir eher nach Süden rausgehen, in diese Richtung. Mal ein bisschen in die Pampa. Ich gucke mich nur kurz um. Nicht, dass wir hier irgendein schönes... Gibt's denn überhaupt in... Das ist ja nicht random, Jen. Jetzt ist die Frage, da müssten ja die Häuser überall gleich sitzen, ne? Theoretisch. Theopraktisch. Waren wir da schon drin? Ja, da waren wir schon drin. Okay, dann müssen wir hier nach Süden. Boah, Tag 5. Das könnte sein, dass Hunde jetzt unterwegs sind. Wir können noch ein paar Pfeile machen. Ne, die großen Pfeile können wir nicht machen. Also die Pfeilspitzen hier bringen mir gar nichts. Muss man aber auch, glaube ich... Ja, braucht man nämlich erstmal das Rezept, muss man dazu erkennen. Und man muss eine Werkbank oder was haben. Oder eine Munitionsbank. Ne, Quatsch, ist ja keine Mod. Also ist eine Werkbank sehr wahrscheinlich. Oh, Doppelnest. Nehmen wir natürlich alles mit. Wie schön die Sonne aufgeht. Das ist echt schön gemacht. Wenn ich mich Neviskin ein bisschen besser... Ah, genau. Wenn ich mich Neviskin ein bisschen auskennen würde, wollte ich sagen. So, hier. Hast aber Glück gehabt, Hase. Hier hat jemand gesagt, man soll die Dinger hier zerschlagen, weil man da was finden würde. Man kann sie zwar nicht mehr looten. Dachte ich. So, Hitze. Was habe ich denn an? Habe ich nichts an? Zu heiß oder wie? Dann Pulli aus. So, nackter Oberkörper. Ach du Scheiße. Okay. Mit euch lege ich mich nicht an. Naja, dann ist die Frage, dann findet man wahrscheinlich hier auch irgendwo in der Pampa nicht mal ein Forgehaus, ne? Wenn das hier Neviskin ist, wird das ja seine Gründe haben. Moment, da gab es doch einen Skill, wo man mehr aus den Sachen rausbekommt. Habe ich hier Zeit zu skillen? Ich muss mich mal in Schatten stellen. Bin ich hier im Schatten? Nee. Gilt nicht als Schatten. Schade. Da ist noch so ein Baumstumpf. Die Frage, gibt es jetzt hier ein Forgehaus oder ist das sinnlos, meine Suche? Was liegt denn da auf dem Boden? Hä, was ist denn das? Ach, verbranntes Biom. Na geil. Nee, ist jetzt auch nicht so mein Favorite. Wo sind wir denn jetzt gerade? Da sind wir. Verbranntes Biom. Gehe ich jetzt nochmal in diese Richtung, in die ich jetzt sowieso schon laufe. Und dann schauen wir mal. Fängt es jetzt hier einfach an zu regnen? Ah, geil. Na gut, dann dürfte mir jetzt aber langsam auch nicht so heiß sein, wenn es regnet, oder? Kannst dich entscheiden, ob es schlechtes Wetter ist oder gutes.
wie die Glühzombies hier aussehen. Watchers? Nee, oder? Aber im verbrannten Biom will ja keiner wohnen, sonst gehe ich halt doch auf das Dach da. So, wir räumen jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Ach Quatsch, haben wir ja nicht. Zumindest ist es mir nicht zu warm. Doch, immer noch. Wir dürfen die Pfeile direkt verbrennen, wenn du so ein Typ mir entgegengrenzt. Wie sie kurz aufglühen, wenn du sie down drückst. Pfeile? Wie krass die aussehen, oder? Nicht so schön, wenn es nicht regnen würde. Wenn es nicht regnen würde, wäre es schöner. Mann, Minas. So, jetzt gucke ich hier nochmal rein. Doch nicht. Jemand hat doch gesagt, ich soll die Baumstümpfe zerschlagen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass da irgendwas Schickes drin ist. Mal ganz kurz hier in das Haus gucken, aber die Fortschau sah natürlich anders aus. Ist die Frage, ob sie es eventuell geändert haben. Hier war ich doch schon, oder? Ja klar, da bin ich hergekommen. Da unten ist meine Basis. Nee, das ist ein normales Haus, da ist keine Forge drin. Oder doch, es könnte hier im Eingang eine sein. Da kommt schon der erste Bewohner. Sieht aber nicht so aus. Normalerweise ist das direkt rechts neben der Tür. Ich gucke jetzt aber trotzdem nochmal rein. Nicht, dass ich weglaufe. Hat er einen Satz gemacht. Nee. Nee. Leider nicht. Dann spare ich mir auch hier die Pfeile. Wir gucken nochmal in die Richtung, weil ich glaube, wir können ja dann wieder in den Norden gehen. Ja. Ein bisschen die Map aufdecken. Ich frage mich, wozu man die Bleiche braucht. Wofür die später noch ist. Gut, ich könnte mir ja die Rezepte mal angucken. Ist halt alles zerstört, ne? Ich würde sagen, so zurück und dann ab in den Norden. Und dann habe ich fast wieder einen Tag verschwendet. Ja, verschwendet nicht, aber... Munition für die Pistole. Das ist gut. Kochtopf suchen wir immer noch. Oh oh. Ha. Schade. Oder? Ah, ich dachte, es würde nicht am Boden sitzen. Es sah über die Entfernung so aus, als würde das Haus schweben. Das sieht aber komisch aus. Das ist so ein Zaun unten rum, oder? Ist das neu? Schauen wir mal. Davor. Wahrscheinlich kommen jetzt direkt die Hunde. Und eine Forge? Nein. Oder? Ne, ist ein Loch in der Wand. Okay.
Nee. Ich guck mich, wobei wir können die Küche looten, ne? Aber wir machen den erstmal weg, sicherheitshalber. Brauchen immer noch den Topf und dann. In der Zeit hätte ich auch nach Hause rennen können, mir den Topf holen. Oh. He's on fire. Schade, dass es gerade regnet. Schade, dass es gerade regnet. Topf. Oh, Frühstück. Wie sieht's denn aus? Ne, 99. Warum habe ich denn so wenig Abzug vom Essen? Hier offen. Drunter, da ist was drunter. Das Holz. Jo, Kleber. Oh, oh Gott. Oh, ja, ja, ja. Oh, habe ich mich gerade verjagt. Leck mich am Arsch. Weil ich immer noch in der Hocke laufe, ich Profi. Gott, hab ich mich gerade verjagt. Alter Vater, kommst du in die Ecke? Hüpfst du dir entgegen. Ups. Hör mal auf zu zappeln. So, das bringt's auch nicht. So, jetzt laufen wir noch hier am Ende, bis zum Ende der Straße und dann links hoch. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie Platz schaffen kann. Cottonseed brauche ich nicht. Das können wir scrappen. Das können wir scrappen. Die können wir jetzt auch scrappen. Die Erde brauche ich wirklich nicht. Du kannst gescrappt werden. Ah, dich brauche ich nicht. Euch brauche ich nicht. Da. Sind wir nicht ganz so hart überladen. Plus Pain. Weg. Da kommen die Spitzen her. Euch eh nicht. So, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt hier links. Was ist denn hier? Warum ist denn hier so viel verbranntes Glas? Schräger Kram. Und dann würde ich sagen, geht's in die Stadt. Da ist ein Geier. Das ist auch Sup. Sup. Super. Das ist auch Sup. Du bist auch so Sup, Minjas. Guten Tag. National Forest. Novice Game. Boah, ist aber auch böse zerstört, das Haus. Der Geier hinter mir her? Ja. Ups. Schon geschafft. Bisschen Gammelfleisch ist immer dabei. Alles kaputt. Das Ding ist ja völlig zerstört. Ruckel, ruckel, zuppel, zuppel. Ah.
Oh, hast du mich erjagt. Eine Heilbandage, das ist ja ziemlich nice. Das Spiel will mir irgendwas sagen. Und raus hier, macht's gut. Oh Mann, ich hätte doch nach Hause laufen sollen. Dann kann ich einen Kochtopf mitnehmen. Warum habe ich den nicht mitgenommen? Weil ich überladen war und dachte, ey, in der Stadt gibt es ja genügend Kochtöpfe. Wahrscheinlich wird das mein Mantra hier bis zum Ende der Staffel. Nie wieder einen Kochtopf in den Händen. So, dann würde ich sagen, laufen wir mal querfeld ein. Leicht überladen. Können noch mal gucken, ob wir eventuell noch... noch was freischalten können. Noch ein Platz. Ich meine, ich muss auf Level 5 kommen. Ich meine, ich muss auch die Forge lernen, ne? Da sollte ich meine Punkte doch gezielt ausgeben. So, wo sind wir denn jetzt? Eigentlich müssen wir in diese Richtung. Da oben ist was. Da oben ist ein Schrottplatz oder sowas in der Art. Da. Da kann ich ein Notrufsignal absetzen. Sie retten mich aus Nevis Gain. Endlich! Ah, Gott. Siebzehn leere Gläser. Vitamine. Kann nicht schaden. Ist das ein Military Camp? Sieht auf jeden Fall aus wie so eine Trader City hier. Nicht. Oh, was ist denn hier los? Hallo, guten Tag. Auf jeden Fall schlafen sie hier. Wollen wir die mal wecken? Ah, von hinten kommen sie jetzt auch noch. Drüber weg. Zappelt aber auch hier, Joe Cocker, hör mal auf. Das muss man ein bisschen Abstand. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dann kiten wir halt ein bisschen. Der ist wenigstens schön langsam unterwegs und nicht so zappelig. Was ist denn das? Blutig? Was? What? Hä? Muss ich gleich mal gucken, was da blutig aus? Nee. Nicht wirklich. Das war einer. Das war der zweite. Gut, so harte Kerle stehen auf Piercing, ne? Hab ich mal gehört. Ich tu dir den Gefallen. 1200 Punkte. Das ist ordentlich. Gleiches Level ab. Dann können wir auch mal auf Skillen gehen. Können wir uns vielleicht einen Kochtopf skillen. Was? 383 Punkte? Wieso so schlecht? Was ist denn hier los? Dehydrated. What the? Ach, tatsächlich? Überhaupt nicht gesehen. Das ist echt dehydriert. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, uns geht's gut.
Wegen der Sonne wahrscheinlich, ne? Sind noch zwei... Da saßen noch eben keine zwei Geier drin. Das kann nicht sein. Da waren doch eben keine zwei Geier drin. Naja. So, ihr Lieben. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wenn ich noch ein bisschen weiter dehydriere, dann looten wir hier den Kram. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.